Morgen, an diesem wunderschönen Montagmorgen nach der Tour. Guck mal. Ja. Laden wir jetzt den Dünger ab. Ich darf mitfilmen. Fahre, könnt ihr sogar einen Rückspiegel sehen. Aber so fahre ich nicht. So fahre ich nicht. So, wir haben Auftrag, beziehungsweise ich habe abgeladen. Die Sequenzen müsstet ihr ja gesehen haben. War total lieb, dass sie mich das aufnehmen haben lassen. Auch ganz liebe Familie. Ich habe denen mal meine Karte in die Hand gedrückt, weil ich habe ja auch den T-Schein, den großen. Und so, Achse ist oben, wir sind leer. Wir fahren jetzt nach Dingelstädt. Ich habe mir kurz hier eine Lücke gesucht, um ein bisschen Timo kommen und Hausarbeit zu machen, um gleich die Abrechnung zu stellen für den Auftrag, den ich gerade gefahren hatte. Und jetzt dachte ich mir, ich wende jetzt hier. Das müsste eigentlich gehen. Das racht. So, komm, fahr mal vorbei. Ach Gott, das ist das eine Durchfahrstraße. Meine Güte. Ständig diese PKWs, die gehen ja als LKW-Fahrer so richtig auf den Keks, ey, mit der Zeit. Und Ton habe ich nicht über das Ding, das ist zum Telefonieren. Den habe ich natürlich über die Kamera und hier diesen Anknöpfmikrofon. Mal gucken, wie lange es reicht. Ja, nu fahr doch, gute Güte. So. Ja, ich habe mir noch eine kleine Tour besorgt, um letzten Endes die Distanz zwischen Kassel und Bernburg bzw. Staßfurt etwas zu verkürzen. Das Ideale war nicht dabei, aber ich kriege wenigstens meine Kosten bezahlt. Das ist Montag so mal problematisch, darüber was zu finden. Manchmal geht es gut, manchmal ist es, naja. Und auf der anderen Seite führt mich die Tour dann bis kurz vor Staßfurt. Ich nehme es aber auch erst in 127 Kilometern auf, aber der Ertrag für die Tour deckt halt die vollen Kosten bis darüber. Viel anders kann ich es jetzt auch nicht rechnen. Ich muss auch tanken. Ich bin jetzt 25%, aber bis rüber, Magdeburg und so weiter, wird es noch reichen. Also ich erstmal Ladung aufnehme, dann suche ich mir einen Tankpool und dann mache ich ihn wieder voll. Machen wir richtig, richtig voll, machen wir. Ja, ich habe jetzt hier hinten an den Saugnapf, ich habe mir so einen langen Verstellarm bestellt. Und das heißt, ihr sitzt jetzt mehr weiter vorne, dichter auch am Kopf dran. Viel mehr Freiheitsgrade jetzt die Kamera noch irgendwo anders zu befestigen, habe ich ehrlich gesagt nicht. Weil hier an diesem, man kann zwar beim MAN dann diesen herausklappbaren Bettgeländer noch befestigen, aber da weiß ich nicht, wie das wackelt. Das ist auch noch eine Option, die lasse ich mir noch mal offen. Aber ihr seid jetzt so ungefähr, ihr seid ziemlich auf Augenhöhe. Also ihr habt es ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, also das ist schon Luxus hier und ich scheue keinen Aufwand, dass ihr ein optimales See- und Hörerlebnis habt. Wobei jetzt mit diesem Anstell, auch schön, das kann ja hier schön zugebaut vorne. Wenn ihr nur noch so einen Burgschlitz habt, ne, wo sie rausschießen können,
beziehungsweise gucken können. Aber es reicht ja auch. Ich kann es ja auch gut verstehen. Also es ist ja auch weniger Aufheizfläche durch die Scheibe. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt ist es weg. Wir hatten die Tourenkosten. Ach ja, ja, Kamerablick. Also viel mehr Freiheitsgrade habe ich. Ich habe zwar noch so eine Klammer. Ich probiere das mal aus, wenn ich die um den massiven Bettgeländer hier drumherum kriege. Jetzt mit den Armen habe ich ja noch ein bisschen mehr andere Freiheiten. Vielleicht wandert ihr auch irgendwie nach links, wenn ich das vielleicht festkriege, weil dann könnt ihr noch in den Rückspiegel reingucken. Das könnt ihr jetzt so hier, ne? Guck mal, da. Und dann fahre ich halt immer so wie ein Manta-Fahrer, ne? Ja, BMW-Fahrer. Früher Manta, heute BMW. Aber na, das geht schon ins Kreuz. Also so ist schon ganz gut und ihr seid halt weiter vorne. Ihr kriegt halt nach vorne mehr mit, als nur nach vorne unten. Ich bin halt auch nicht zufrieden mit dem Ton, wenn die Kamera da vorne steht, weil A muss ich sehr laut sprechen und B sind halt noch viele, viele Umgebungsgeräusche mit drauf, die wir jetzt natürlich eliminieren. Für den, den es interessiert, ich verwende noch das DJI Mikrofon 1. Das kommt da in so einer, da hast du zwei dabei plus Sendeteil. Ich nehme mal gleich das mit diesem mit dem Akku-Pack, wo du es reinstecken kannst. Dann lädt das, nimmst das andere Mikrofon raus und so weiter. Ja, aber meistens sind gar nicht die Mikrofone dann ohne Strom, sondern das Sendeelement oben an der Kamera. Das gibt immer relativ schnell einen Geist auf. Ja, Plan für heute, Ladung aufnehmen, so schnell wie es geht, 24 Tonnen, dann ab von Dingelstedt nach Thale, entladen, ab nach Stassfurt, laden. Oder halt erst nach Magdeburg, je nachdem wie die Zeit ist. Ich rufe dann da oben nochmal Magdeburg an. Da kriege ich wieder 2 Tonnen oder sowas drauf. Dann runter, Stassfurt, voll machen das Ding. Und dann eigentlich, wenn noch Zeit ist, gleich Richtung Süden starten. Ziel für morgen ist Nähe Ulm. Das muss ich noch ein bisschen durchplanen. Und schöne Tour im Süden, sehr verbrauchsstark. Weil wir wieder voll sind, 24 Tonnen dabei haben. Aber wir machen diese Woche machen wir 2 Touren, eine Richtung in den 7er Postleitzahlenraum und eine Tour runter in den 8er bis nach München, Landshut, die Ecke ist die Woche. Ja. That's the plan. Und du weißt ja, wie bringst du den lieben Gott zum Lachen? Erzähl ihm von deinem, Plänen. Ich habe mal so eine Wurststulli rumliegen, die Hälfte ist. Schön Mett und Zwiebel drauf, einfach ein Graubrot dazu vom lokalen Bäcker, plus noch ein Kaffee hier von Mana Mia, kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal in Kassel seid, googelt es euch einfach. Ist, wenn du beim Rüssel runterballerst Richtung Berufsschule, dann ist da auch Mana Mia, also M-A-N-N-A und dann Mia, M-I-A. Ist wirklich eine schöne lokale Bäckerei. Die haben dann auch immer die Schnittchen. Da vorne ist ein Tigerhubschrauber. Ihr seht es nicht, aber da schwebt ein Tiger rein. Das hast du hier bei Fritzler, ist ja der Stützpunkt. Ah. Mir geht da das Herz auf, weil so Wehrtechnik, das ist so hochkomplex. Die siehst du öfters mal hier fliegen. Das ist schon, die sind beeindruckend. Wenn du die fliegen siehst aus der Nähe, das ist schon sehr beeindruckend. Was die auch für teilweise dafür Kunststücke vollführen, diese schnellen Bremsungen und so weiter in der Luft. Wird immer so gelabert, auch über die Puma-Panzer von den Medien, wird immer alles schlecht gemacht. Auf der anderen Seite sind das alles Neuentwicklungen am Limit der Grenze irgendwo, wo man sich entlang tastet. Auch die Pumas, die ja dann am Anfang so ein paar Ausfälle hatten, herrje, das ist komplett neue Technik, die haben halt dann ein bisschen Kinderkrankheiten, die können aber behoben werden. Dafür gibt es Techniker, dafür gibt es Ingenieure,
Dafür gibt es auch die Erprobung, die manchmal nicht ausreicht. Und der Rest wird dann halt in der Truppe halt gemacht. Das ist so. Das war auch beim Marder, der nachher ganz gut funktioniert hat, aber auch beim Leopard 1 und 2 so. Oder halt bei den alten Panthern, Tigern und so weiter. Bis das richtig funktioniert, brauchst du 1000 Feldversuche und auch erstmal den Feldeinsatz. Wer das nicht kapiert, der hat von Technik keine Ahnung. Das muss man wirklich sagen. Ach, kalter Kaffee mit Milch, es gibt nichts Besseres. So, ich bringe dann mal so ein bisschen die Kilometer hinter mich. Ich werde dann auch noch mal irgendwo halten, weil ich noch mal ein paar Bestände auffrischen möchte. Und einen Toilettengang. Da drüben links, das könnt ihr jetzt nicht sehen, also da ist der Tigerstützpunkt, der Hubschrauberstützpunkt von der Bundeswehr, von der Luftwaffe. Hört sich gut an, Luftwaffe. Da könnt ihr die Dinger fliegen sehen. Also wer da Lust und Interesse hat, sowas auch mal zu fotografieren oder zu sehen, einfach mal in der Woche. Da müsste in der Woche sein. Ihr wisst, am Wochenende ist in der Bundeswehr kein Dienst. In der Woche mal herkommen, versuchen gutes Wetter auszusuchen, dann seht ihr die Dinger auch fliegen. Stehen seht ihr sie meistens. Der fliegt noch, der eine, der macht einen Schwebeflug über Landeplatz. Ansonsten sehe ich jetzt keinen stehen. Ja. Jetzt, wo die Bundeswehr vor allen Dingen auch wieder ein bisschen Geld kriegt und auch ihre Ausrüstung auch mal, wie es sich gehört, instand halten kann, dann funktioniert auch das Gerät. Also schweres Gerät ist nun mal ähnlich wie so ein LKW hier, entsprechendem Verschleiß unterworfen. Und das muss man instand halten und dafür braucht man Geld. Ja, und wenn ich die Mittel immer weiter kürze, wie seit de Maizière, dann kann die Technik auch nicht richtig funktionieren. Ansonsten ist, wer mal auf dem Leopard 2 war oder auf dem Marder und wenn das richtig gut gepflegt ist, dann weiß man, das ist solide, konstruierte und gebaute Technik. Also gerade der Leopard 2, wenn du siehst, von wie viel Tonnen der kommt, ursprünglich mal von 48, 50 Tonnen und der funktioniert mit 65 Tonnen oder 68 Tonnen Kampfgewicht immer noch gut. Also dann wisst ihr, mit welchem Puffer der auch konstruiert wurde und gebaut wurde und wie viele Aufbauphasen der jetzt hat. Wir sind mittlerweile beim A8, der von der Bundeswehr jetzt bestellt wurde. Ich glaube, der geht in die 68 Tonnen. Wahnsinn, kriegt auch ein bisschen mehr Leistung, 1850 PS oder sowas statt 1500. Also, und was das auch für eine Wucht und eine Kraft ist, die da entwickelt wird, wenn das Ding losfährt und lossprintet. Also, das muss man erlebt haben, sonst kann man sich das gar nicht vorstellen. Und beispielsweise, was ich auch gerne zocke, im War Thunder, kann das gar nicht richtig, das kann es nicht wiedergeben. Ja, das ist ähnlich wie ETS-2, jetzt hier auch die Physik gar nicht wirklich wiedergeben kann, die du nicht spürst. Ja. Landstraßen gleich anders zu tun, als das Mikrofon reinzustöpseln. Das machen wir nachher wieder. Wir fahren jetzt hier
da. Das ist sehr entspannt, sehr schön, also lässt sich gut fahren. Ich finde auch die Kameraperspektive jetzt viel schöner. Also ihr seht halt, ihr könnt nach vorne rausgucken, seht ein bisschen, was kommt. Sieht hier auf dem Handy relativ hell aus. Mal gespannt, wie es dann beim Schneiden bzw. halt auch auf dem Monitor bzw. TV ausschaut. Vorne liegt noch ein Schneidwerk. Ich war da heute Morgen bei dem Bauern, das war total nett. Der hat mir nachher noch sein Mähdrescher gezeigt, seinen neuen, so ein Fendt, schönes Ding, auch ungefähr so 6,7 Meter Schneidbreite, den er sich da gegönnt hat, gebraucht, also jung gebraucht. Ich stehe auf diese Maschine, das hat was. Und an dieser Stelle, Thorsten, schönen Dank für den Würfel, Zuschauer, der aus, glaube ich, Nummer 10, Video 10, gleich bemängelt hat. Da hatte ich ja gesagt, bin hinten mit den Reifen vom Auflieger über die Curbs drüber, sagt der Thomas. Sowas macht man nicht, da fährt man einmal rum und dann gerade raus. Aber nicht mit Reifen über die Curbs. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon über die Curbs gefahren bin. Ja, das sind alles so Feinheiten. Diese Berufskraftfahrer Schnellqualifikation, das heißt ja auch deswegen Schnellqualifikation, weil es ja im Grunde genommen nur ein Substrat dessen ist, was ein richtiger Berufskraftfahrer alles lernt. Den Rest musst du dir selber irgendwie in der Praxis beibringen, und wenn du da halt auch nicht die Möglichkeit hast, mal bei so einem alten Hasen mitzufahren, der dir sagt, was geht und was nicht geht, oder dir auch mal auf die Finger haut, da musst du halt solche Erfahrungen manchmal vielleicht auch schmerzlich selber machen. Also weil manchmal dachte ich schon, Mensch, hoffentlich gehen mir die Reifen hinten nicht hoch. Also ich versuche wirklich vom Bordsteinkanten wegzuhalten. Aber es sind alles so Sachen, das ist so dieses Gefühl dafür, das kommt halt noch. Ne? Das erwirbst du dir halt über die Praxis. Und da bin ich gerade dabei. Und dadurch, dass ich alles selber bezahle, darf ich auch, oder meine Fehler auch alle selber bezahle, tun sie halt doppelt und dreifach zur Not weh. Und umso schneller lernt man auch. Ne? Ja. Eine Holzfritze. Arox. Muss ein Arox sein, ne? Ja. Muss ein Arox. Bist du hin? Ja, ja. Ach, dicke. Ich hätte aber auch ein bisschen noch nach rechts fahren können. Das war jetzt gerade von mir. Die haben extra hier die Asphaltspur verbreitert. Das war nicht sehr weitsichtig.
schon schön hier, ne? Von LKW alle Steigung. Auch fahren viele MAN rum, die wissen halt, wenn es schwer wird, ne? MAN.
Gleichrichter wieder ausgefallen war und die dann die Batterie leer gesaugt hatte. Das heißt, die Lichtmaschine konnte da nicht geliefert, aber es konnte halt dadurch, dass der Gleichrichter kaputt war, nicht gespeichert werden. Bei den Eltern habe ich mir dann noch ein Bad gegönnt und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Däumchen werden Träumchen. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Tom.